dann schauen wir, was hier abgeht. Ah, wir treffen uns ja wieder mit dem Steve von FIB. Schauen, was der jetzt wieder für eine Aufgabe für uns hat. Because I was told that if we helped out with that thing, which we did, then our past indiscretions would be for... Who told you that? Did I tell you that? I'm in charge here, Fruity. Me! You understand? Not quite. Well, can you explain that again? What I was saying! Oh, you're good. The three cunts! Listen, we need help with something else. Some of the government... Some of it is pretty corrupt. Not your bit, right? Yes, but we're corrupt in a good way. But the agency, they want to encourage panic so they can guarantee their budgets. That's how they get paid. It's a major problem. And now they've secured some funds that we need to use in our fight against crime as a way of bribing corrupt officials. Really? And where are they getting that from? Drugs. Those bastards love to sell drugs. Who doesn't? We think they're gonna use this money to finance a war on our streets, and we need you boys to requisition that money for us. The bonds are leaving the terminal in an armored car. Yeah, fuck you, Dave. We don't have time to prepare the right way. It's not my concern. I cannot allocate any more resources to this. You'll be fine. Fuck you, Dave. Nice work, Slick. We're gonna be doing pat-downs at the airport before those fucking clowns are done with us. Yeah, fuck you. Hey, look, man. It is what it is. Now, how the fuck we gonna get this done? I don't know. I got it. Classic blitz play. It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles. Trash truck to block, tow truck to sack them. We get some disguises, and we're golden. We just gotta hope like hell these are the kind of agency men that don't carry a panic button with them. If they are, we deal with it. If and when. If and motherfucking when. I will keep my eyes peeled, General! Thank you, Michael. Hey, no problem. No, really. Okay, verlass das Gebiet. So, planen wir das jetzt erst oder? Ich glaube, wir planen das doch erst. Sonst müssten wir ja schon direkt um Gwen fahren. Neuer Kontakt. Dave. Hatten wir den nicht schon? Meine ja schon, ne? Oh, Konferenz. We'll need boiler suits and masks for this job. The garbage truck. Let's get one from your park. Bring it back to the lot. And there's an auto repair place by the airport where we can get a tow truck. What else? Oh, yeah, get away. That would be nice. Get something fast and discreet. We park it off the road, a good distance from the lot. And make sure it ain't near something we'll crash into driving off. That's it. All right, man, I got you, dawg. What? Huh? I missed that. Maybe shout a little louder? Bite me. Okay, oh, meine Fresse. Mein Gott. Okay, mal schauen, was besorgen wir. Da wir hier gerade in der Nähe sind, besorgen wir das hier. Gott, das sind aber eine Menge Vorbereitungsarbeiten. Aber okay, dieses Fahrzeug gehört Trevor und ist daher als Fluchtfahrzeug ungeeignet. Echt, du Genie? Ja, ich hole mir später ein anderes Fahrzeug. Erstmal bereite ich die Sachen hier vor. Kann ich das irgendwie abkürzen? Ja, kann ich. Ups. Klau den Abschleppwagen. No problemo. Ich glaube, den klatsche ich auf den Kopf, sodass er gar nicht merkt, dass ich seinen Wagen klaue. Und... Okay. Schleichen hat sich verbessert bei ihm. Ausgezeichnet. Ja. Zum FIB-Parkplatz. Fast 3 Kilometer. Die wollen mich doch mal sowas von natzen. Gelitten haben die. Wow. Das Ding kann ja fast fliegen.
Pro you, bitch. Was, auf einmal 1 Kilometer weniger? Wir sind, hä? Jetzt war die Strecke durch, ist eine Abkürzung so krass abgekürzt. Wo ist denn der bekloppte FIB-Parkplatz? Oh Gott. Warum? Ich hoffe, bei den anderen Sachen muss ich nicht wieder dahin fahren. Dünne, dünne, dünne. Ich guck mal gleich, die nahe ich an der nächsten Mission bin zur Vorbereitung. Wenn nicht so nah, dann wechsle ich zu Michael oder Franklin und schaue, ob die näher dran sind oder nicht. Dann schaue ich mal, ob ich ein bisschen Zeit sparen kann. Und die Mission so ein bisschen aufteilen zwischen den Einzelnen. Verlass den Abschleppwagen, okay. Bestanden, nicht ein... nicht schlecht. Nicht ein Kratzer. So, mal schauen, wo sind wir hier in der Nähe? Ja, von nirgendwo. Okay, dann wechseln wir mal zu... Ey, kann ich wechseln? Rufst du direkt die Konferenz wieder an? Tow truck is at the lot. Platzier es in einem abgelegenen Ort, wähle Fluchtpunkt markieren, wenn du Michael anrufst. So, mal gucken, wo Franklin ist, ob der in der Nähe ist. Ich weiß nicht, ob ich als Fluchtwagen was Schnelles suchen soll. Oder eher was Stabiles. Aber der Wagen von Franklin wäre geeignet, aber den darf ich ja nicht benutzen, weil er ja sein Wagen ist. So, mal schauen, wo ist denn der ganz nah dran? Toll. Ach, hab ich gesagt, du sollst da reinspringen? Ja, der ist ganz nah da, obwohl da startet auch schon eine Mission, egal. Scheiß drauf, mach ich daneben das. Scheiße. Kein Wagen hier. Öde. Na, ich hätte vielleicht doch seinen Wagen nehmen sollen. Oh fuck, da war wieder ein Wagen. Ach Gott. Okay. Das abgerollt und abgekackt. So. Komm, schaff's. Okay, komm, jetzt auf der Straße ist doch was zu fahren. Immer noch nichts. Ach komm schon. Ach, da vorne. Taxi! Oh. Wie beschissen. Ich hätte einfach meinen Wagen nehmen sollen. Mano. Okay, dann krallen wir uns den Wagen. Dö, mein Wagen. Okay, ab geht's. Wähle Fluchtpunkt markieren, wenn du Michael anrufst. Der Wagen wäre eigentlich ganz gut, ne? Würde ich sagen. Also ich rufe mal Michael an. Ich glaube, der Wagen ist ganz gut. Michael anrufen. Michael. Achso, ah, okay, warte. Dann gucke ich mal, wo ich ihn abstellen könnte. Zu nah an einer Straße abgelegen. Mal überlegen. Okay, das mache ich dann später einfach. Weil ich muss irgendwo hin abgelegen fahren. Obwohl, ich könnte hier unten in die Kanalisation eben fahren, springen.
Ah ne, ach fuck, das ist gar nicht die Kanalisation. Ich dachte, das wäre die. Ja, fuck. Shit. Dann habe ich die Stelle mit einer anderen verwechselt, weil die sah so ähnlich aus mit der Kanalisation. So, hier lang. Okay, was besorge ich jetzt hier eigentlich? Und jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich nicht die andere Mission aus Versehen starte. Ganz vorsichtig, am besten hier abfahren. Die Markierung entfernen. So. Ach so, müssen uns. Ach ja, Müllwagen. Nein, nein, nein! Bleib stehen! Ach, ihr seid doch solche. Geh raus. Raus mit dir. Dafür haben wir 2 Sterne bekommen, Müllwagen zu klauen. Das ist eine Straftat. What the fuck? Von Radio. Okay, die Polizei. Oh nein, die dreht. Oh, wer macht denn das heutzutage? Nein, 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 nein. Scheiße, die biegen ab. Jetzt sehen die mich. Scheiße. Ach, ich hasse das. Wie hau ich am besten schnell hier ab? Am besten schnell hier ab. Weg, 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 weg. Hört auf! Ich krieg wieder so viele Kratzer, dass ich Gold nicht mehr schaffe. Ganz bestimmt nicht mehr. Ah, da unten ist die Kanalisation. Ja, dann hallo Kanalisation. Und die... Ah, die folgen mir ja kackendreist. Lass mich doch in Ruhe. Ich muss jetzt meinen Müll loswerden. Wo komme ich hier hoch? Ich glaube, da vorne komme ich hoch. Oh mein Gott. Voll der enge Tunnel. Oh Scheiße, da kommt. Okay, wow. Gerade so rechtzeitig noch. Oh, wieder zu dem beschissenen FIB Parkplatz hin. Wahrscheinlich werde ich dann, glaube ich, gucken, dass ich dann von dort aus, von einem Parkplatz aus, einen Wagen finde, der praktisch ist zum Abhauen. Und da der Parkplatz eh so abgeschollen ist, kann ich ganz gut, glaube ich, irgendwo da einen Wagen für Michael abstellen. Uniform müssen wir uns gleich noch besorgen und, was war das noch? Keine Ahnung, irgendwas ist noch anderes. Hier ist die Uniform. Ich frage mich, wie später die Vorbereitungen werden, wie viele Missionen es dann angibt. Bestimmt so 10 Vorbereitungen. Wäre schon krass. Da könnte ich mir irgendwie auch teilweise gut vorstellen, dass die Vorbereitungen immer größer werden könnten. Welcher Wagen steht jetzt hier? Immer noch derselbe? Ah ne, oh ja, der Wagen ist ideal, finde ich. Müllwagen. Keine Delle. Ja, ihr Lustigen, ja, ich hab verstanden.
That's the garbage truck. Okay, dann rufen wir Michael an. Michael. Fluchtpunkt. Ah, zu nah an dem... Ätzend. Was steht da? Bring es an ein abgelegenes Örtchen, dann rufen die anderen an und sag Bescheid, wo es ist. Ja, ja. Abgeschollen. Komm, das reicht doch eigentlich hier, ne? Finde ich. Ich probier's nochmal. Ah, Fluchtpunkt markieren. Okay. Ausgezeichnet. Hey, I got a ride for our getaway, homie. Well done. Where's it stored? At Boro Heights. Okay. Direkt neben der Straße. Mission erfüllt. Fluchtwagen. Das war ja auch so schwer. Komm, irgendein Auto. Hm, doch nicht das Auto. Wenn ich irgendein Auto sage, dann noch nicht sowas. Okay, dann muss ich wohl damit leben. Obwohl, nee, gar nicht, muss ich nicht. Ich wechsle einfach zu Michael. Denn der ist bestimmt näher dran an den zwei anderen Missionen. Oder Vorbereitungsmission. Das können wir dann mit ihm machen. So, bin ich zu Hause? Ja, ne? Ja, ist er auch. Oh, der hat einen Tennisplatz. Lol, merke ich das jetzt. Pull it together. Fuck. Was ist los? Mal schauen kurz auf die Map. Ach, ich kann ja gar nicht, weil er im beschissenen Haus ist. Okay, laufen wir eben raus. So, ich muss eben kurz schauen, wie nah ich an den ganzen... Ah, das ist so... Ja, warte, ich guck mal, ob Trevor näher dran ist. Trevor? Wo bist du? Enttäusch mich nicht. Sei in der Nähe. Warte. Ja doch, das ist, glaube ich, näher dran. Wenn ich richtig überlege... Ja, dürfte eigentlich. Ausgang, da ist der Ausgang. Okay, jetzt schaue ich, ob der näher dran ist, aber der dürfte. Ja, oh, der ist perfekt. Perfekt. Make it stop! Make him go! Ah, der mag es immer noch nicht, dass ich hier bin. Ah, ausgezeichneter Park, einer gerade einen akzeptablen Wagen, den ich klauen kann. Das passt doch perfekt. Oh, da ist sogar ein akzeptablerer Wagen. Okay, na, fahren wir zur Mission. Was machen wir da eigentlich? Was besorgen wir uns da? Ey. Achso, drei Masken. Ach ja, genau, Masken. Fick dich. Ins Knie. So. Masken, was hat denn der für coole Masken? Hm. Hm. Muss überlegen. Welche Masken sind cool? Ah doch, die sind ganz nice. Ich glaube, warte. Ja doch, das ist cool, aber ich überlege gerade, soll ich doch die holen? Ja, die sehen so lustig aus. Vor allem der Affe. Der Affe. Der Affe muss es sein. Achso, für Trevor. Achso, eine Maske für Michael jetzt. Mal gucken, was Michael ist.
Überlegen. Übchen den Affen. Und Franklin ist... Ich glaube, den gebe ich so ein... Ja, den hole. Okay. Drei Masken besorgt. Klischee. Maskenball. Oh, ich muss in Highspeed Masken kaufen und noch irgendwas anderes. Was? Dass es bei so einer Mission auch noch Anforderungen gibt. Was soll das? So, bei der nächsten Mission bin ich auch, glaube ich, ziemlich nah dran. Oder? Ja, relativ. Reicht mir. Just to say, I got us some headgear for this masquerade balls up. Was wäre ein Klischee? Was hätte ich nachholen müssen? So drei gleiche Masken? Also drei, also von der gleichen Sorte ungefähr. Sagen wir so drei Affen oder so. Drei, was weiß ich. Was ist denn hier? That's right, Bob. One more day and I'm a retired man. Ah, die Mission. Ja, die hatte ich ja einmal schon mal machen können, aber hab's total verkackt. Ah, ich erinnere mich. Ich wollte einmal diese... Hier. Ja, ich muss mit dem Ding das irgendwie wegschieben. Ah, toll. Ja, ich krieg das nicht hin. Ah, oh, leck mich am Arsch. Ja, ich beeil mich ja schon, Mann. Okay, cool. Er hat's geschafft. Oh Gott. Und ich dachte, er wird wieder sterben. Oh Mann. Diesmal habe ich es aber geschafft. Diesmal habe ich es geschafft. Nicht mal eine Belohnung kriegen wir, ne? So dankbar ist er, ne? Ich glaube, er hat uns voll beschissen. Doch, wer schreit da wie ein Mädchen? Fuck. Ah, wir müssen uns noch Waffen besorgen. Ich dachte, wir müssen uns auch... Ah, oder... Hä? Sollen sich irgendwelche Uniformen noch... Achso. Warum kaufen wir uns hier Overalls? In einem Ammunition. Es. Ach, solche Overalls. Total vergessen, dass sie auch so Zeug haben. Mal gucken. Overall, mal gucken. Ja, holen wir den. Mal von denselben für jeden. Scheiß drauf. Okay, verlassen wir Ammunition wieder. Da haben wir doch alles geholt im Grunde, oder nicht? Boiler suits can come off the shopping list. Okay, that's everything. Come back to the lot and I'll talk you through the plan. When we get the stuff, Steve says we gotta take it to Devin Weston, the guy we met at that interrogation. It's a big investor or something. Anyway, that don't matter. I'll handle the drop-off.